Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink, heute mit dem Monster Rehab Orangeade aus den USA. Ja, es ist ein Monster Rehab, das heißt, es ist wieder ja, Tee mit Orangengeschmack, ohne Kohlensäure. Und es ist die neuere Dose hier oben mit dem Eistee. Ja, ja, oranges Rehab Design, in Deutschland gibt es nur Green Tea und Lemonade. Hier in den USA mit 10 Kalorien und 458 Milliliter. Ja, so, ich komme näher ran. Zack. Genau. Also pro Dose 25 Kalorien. Ja, 6 Gramm Zucker. Warte, ich guck mal hier unten. Ah, ne, pro. Ne, doch, pro Dose, warte. Wir haben ja einen Koffeingehalt von 161 Milligramm pro Dose drin. Ja, hier ist der Monstersport. Ja, hier ist der Monstersport drauf, den könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Und ja, hier haben wir noch die ganzen Logos. Ja. Was haben wir noch so auf der Dose drauf? Na gut, hier unten steht dann noch Energy Drink. Und. Hoffentlich schläft das jetzt nicht aus. Hier ist es. Das Tab und das Tab ist orange und schwarz. Ja, wie ihr seht, die Dose ist schon leicht offen. Und ja, hier oben haben wir halt nochmal das Eistee. Oh, gut, hätten wir das auch geklärt. Gut, dann würde ich sagen, kannst du jetzt öffnen. Und gleich zum Geruch. Was denn? Das ist ein bisschen wie Arizona irgendwie. Das riecht so richtig typisch nach einem Monster Rehab Orangeade. Ja, also nach Orange halt, aber oh, nicht richtig Orange. Da ist noch irgendwas anderes drin. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Farbe. Na gut. Sieht fast aus wie der deutsche Rehab Lemonade. Bloß noch etwas drüber. Also in echt sieht das irgendwie dunkler aus. Aber naja. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Geschmack. Glas, Dose? Ja. Fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also, es ist wirklich der beste Rehab. Ja, ist so scheiße geil. Oh ja. Schmeckt aber nicht wirklich so nach Orange. Oder? Ist auch gar nicht mehr. Ja, es schmeckt halt nach Tee ohne Kohlensäure mit Orangengeschmack. Und so ein bisschen USA-Geschmack. Ja. Und ja, ist aber definitiv, Tasty Game hat es auch gesagt, der beste Rehab. Ich hole mir den auf jeden Fall nochmal. Nicht nur einmal. Und ja, das war's eigentlich zu dem Let's Drink. Diesmal wahrscheinlich wieder etwas lustiger. Und ja, dann würde ich sagen, können wir einen Cut machen, ne? Und bis zum nächsten Mal.